So. Und damit wieder herzlich willkommen zurück. Torchlight. Und zwar würde ich gerne die nächste Dungeon-Karte mal machen. Ja. Die habe ich ja jetzt bekommen. Schon wieder verlassene Tunnel. Ich finde es gerade ein bisschen befremdlich. Aber na gut. Oh, nicht identifizierte Stiefel. Das klingt super. Fängt schon mal gut an. Boah. Boah, das sind richtig geile Stiefel, Leute. Die sind richtig gut. Aber 13 Magie. Gorgonenrüstung. Feuerresistenz, Eis, Gift und Elektrizitätsresistenz. Na gut. Die sind super, aber sind nicht so schlimm. Was haben wir hier? Ja, 10% Chance auf Reflexion von Fernkampfschaden. Ist das etwa ein richtig guter Statuswert für Krieger? Das finde ich ein bisschen komisch. Was heißt komisch? Ich finde das gut. Na gut, das hat ja Unterschied, ne? Leute, die wissen, was sie machen. Hier wie die Macher von Torchlight. Und Mächtigen Florentianer, die denken, sie wären's. Zumindest die Programmierer. Die dann keine Ahnung von, wie heißt's, Dingsbums haben. Bloß mal nach Fahrer in Ruhe, du Lümmel. Ja, wie gesagt, es gibt halt Leute, die schon, die wissen, was sie tun. Und es gibt Leute, die würden es gerne wissen. Das ist halt der Unterschied. 16 Rüstung. Was haben wir hier? 7,9 Schaden pro Sekunde. 128. Hier bin ich mit mehr Gesundheit gesegnet. Ein 1% erhöhte Erfahrung. Okay, das habe ich. Da nehme ich einfach mal. Super. Meine Nachthara-Maus ist auch schon gleich wieder voll. Das ist schon mal ganz gut. So, hier geht's, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Ich habe so das Gefühl, dass die Dungeons hier eigentlich sehr einfach gestrickt sind. Was nicht schlecht ist. Das bedeutet, man kann sich da nicht wirklich verlaufen. Oh, 120. Ist aber zweihändig, okay. Ja, weißt du was, meine kleine Kamera. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Meine kleine hätte sich, konnte jetzt mal in die Stadt gehen. War ja fast voll. So, verfluchtes Schwert, super. 137 bezahnt. 159. Feuer, Feuer.
aus auf Geschicklichkeit. Das kann mal weg. Ich glaube nicht, dass ich den Feuerglutstein benutzen möchte. Und ich würde gern meine fette Keule nehmen. Dieser kleine Dingsbums-Revolver ist einfach eine fette Keule. Wenig Mana. Ich habe nicht genug Mana. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Ja, fast ein Tausender Subbu. Das war was Gutes. Wollen wir mal gucken. Fokus des Frostes weg. 137. Dafür verzaubert. Nehme ich mal. Ein bisschen mehr Rüstung ist eigentlich ganz gut. Magie, Kettenhaube heilend, ja, weg mit dem Kram. Nicht so super, aber ich glaube, wenn die Sachen identifiziert sind, geben die etwas mehr Leben, wie heißt Money als Dingsbums. Als wenn ich die einfach so zum Verkauf schiebe. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Yeah! Stufenaufstieg! Nein, 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 nein! Weg da, Katze, weg da! So, Stufenaufstieg, Abenteurer. Perfekt. So, ja, ich bin eigentlich mit meinen Skillungen zufrieden. 2 Verteidigung, 3 auf Geschicklichkeit. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass ich da was verkehrt mache. Jawoll! Ja, die Dungeon-Karten sind schon ziemlich cool, was das angeht, muss man sagen. Wir haben schon echt was auf dem Kasten. Ja, dann schießt normal, Mädchen. So. Jetzt will ich gleich nochmal mein Inventar aufräumen. So, das kann weg. Erfordert Stufe Stärke 5. Stufe 9, 7 Rüstung. Nee, dann bleibe ich bei dem mit Rüstung und Feuerresistenz. Oder Frostresistenz. Nee, Feuer, okay. Ist aber okay. Das kann weg. Magie finden, Attribut Verteidigung und Magie. Das ist also Giftschaden, Elektrizität und Magie finden.
Und was haben wir hier? 82 Schaden die Sekunde, 128, wunderbar. Ups. Habe ich dich wohl vergessen, du kleiner Glückspilz. Naja, ob das so glücklich war, weiß ich jetzt nicht. So, schwerer Lederhelm. 10 Rüstungen, aber dafür auf 4 Geschicklichkeit verzichten. Das kannst du schön vergessen. 4 Geschicklichkeit ist einfach doch wesentlich overpowered. Wunderbar, aber ich will erstmal hier lang gehen. Not today, my friend. Aber hier muss ich echt aufpassen. Ja, ich weiß. Voller Hahn mit einem giftigen Biss sie zu. Oh ja, Ruhm ist giftig. Hallo. Mein Ruhm ist gestiegen. Super. Explosiv. Oh, explosiver Schuss. Explosiver Schuss. Das mache ich. Ich probiere es einfach mal. Komm, drauf geschissen jetzt. Abenteurer kann ich später noch machen. Den will ich natürlich auch sofort ausprobieren. Yo. Ich würde sagen. Hey. Herrlich. Ah, der macht auch... Oh, der ist super. Ich meine, der zielführende Schuss ist für große Gruppen wunderbar. Ich habe nicht genug Mann. Aber der explosive Schuss ist halt einfach super. Mana nicht ausreichend. Nein, Mana aus. Ah, Kacke. So ein bisschen Ruhm gekriegt, wunderbar. Ich habe nicht. Ich glaube, ich muss echt auf die Waffe, sollte ich. Die Glutsteine entfernen. Weißt du, dass ich hier die zwei Glutsteine raushaue und nur einen Glutstein mit Gift reinsetze und dafür einen reinstecke, einen Glutstein, der mir zum Beispiel wie heißt's? Mana bei Treffer abzieht. Das wäre super. So, wunderbar. Hier komme ich wieder zurück, da wo ich gelangen wollte. Das ist schon mal sehr gut. Hallo. Hi. Ich probiere es einfach. Ich probiere es einfach. Das ist eigentlich ganz gut.
geht nicht. Das ist nicht möglich. Okay. Geht also nicht. Ah, das Problem ist, um die Steine hier wieder zu bekommen, muss ich entweder die Waffe zerstören. Was haben wir hier? Einzigartig. Giftresistenz, Eis, Feuer. Oh, das ist super. Ich kann nichts mehr tragen. Super. So. Da kann das nämlich schon mal weg. Ja. Begrüßet seid ihr. Hundefisch. Permanent in Hund verwandeln. Ah, ich kann also mein... Ich verstehe, ich kann also mein Tierchen auch in ein Hündchen verwandeln. Aber ich bin eigentlich mit meinem... mit meiner Nachtara sehr zufrieden. So, Gold habe ich jetzt mehr als genug, würde ich sagen. Schattenschultern. Einzigartig, weißt du was? Gute Reise! Die verzauber ich mal. Das Glück ist Ihnen hold. In Ordnung. Gesundheit. Sie haben nichts geschieht. In Ordnung. Guten Tag. Das Glück ist Ihnen hold. Machen Sie es. Gesundheit, 3 Mana und zurückwerfen Resistenz. Glück neue Sockel. Auf Wiedersehen. Was kann ich für Sie tun? Neue Verzauberung. Das Glück 3 ist Rüstung Ihnen gegen. Halt. Auf Wiedersehen. Nichts geschieht. Was einmal probiere ich noch. Neue Verzauberung. Oh, das ist super. Sie haben kein Glück. Ist doch alles gut gelaufen. Glück ist auf Ihrer Seite. Ja, wollte schon sagen. Halt. 12%. Nee, das behalten wir mal so. Okay, was haben wir denn hier? Erhöht jeden Eisschaden um 35%. Plus 12 Giftresistenz. Plus 5 Eis. 12 Feuer. 12 Elektrizität. Erlittener körperlicher und elementarer Schaden wird um 1% verringert. Das ist sehr gut. 31 Gesundheit, plus 8 Mana, 20% zurückwerfen, Resistenz, plus 3 Errüstung gegen Punkt, Punkt, Punkt. Und erhöht jeden Elektrizitätsschaden um 3%. Okay, die letzte Verzauberung war vielleicht ein bisschen Müll, weil ich eher mit Gift arbeiten will, aber ist okay. So, schnellerer Angriff, Edelsteine in Waffen, okay. Was haben wir hier? Gesundheitswiederherstellung pro Sekunde, Rüstung, Bonus auf Stärke. Giftresistenz. Ja, plus 2 Bonus auf Geschick ist eigentlich sehr gut. Bonus auf Stärke, ja, warum nicht? Schaden tut's nicht, ne? Ich weiß nicht, ob mal farbloser Glutstein, beschädigter Glutstein, ob ich den halt besser hinkrieg. Sieht gut aus, sieht gut aus. So, was sagt die Aufnahme? 19 Minuten. Ich würde sagen, macht's gut, Leute. Das hat eigentlich super gepasst. Beim nächsten Mal würde ich auch sogar gleich die... mache ich gleich nochmal Fenster auf, weil es wird doch auf Dauer ein bisschen warm. Ein bisschen lüften muss sein. Ich würde dann sogar sagen, dass wir nochmal so eine Dungeon-Karte machen, weil da findet man doch coole Sachen. Und bis dahin, macht's gut. Übrigens, Gesamtaufnahme wieder knapp 2 Stunden. Naja, hier. Macht's gut, Leute. Ciao.